Was ist günstiger, eine Pauschale buchen, eine Jahreskarte kaufen oder datierte Tagestickets? Das klären wir in diesem Video. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Tipps und Tricks Video, würde ich mal sagen, über das Disneyland Paris. Und in diesem Video reden wir mal über Kosten. Und zwar, was ist günstiger? Ist eine Pauschale günstiger? Lohnt es sich lieber, eine Jahreskarte zu kaufen und ein Hotel außerhalb zu buchen? Oder doch datierte Tagestickets mit einem Hotel außerhalb? Das klären wir in diesem Video. Ich habe mir 3 Beispieldaten rausgesucht in den nächsten Monaten und gehe mit euch Schritt für Schritt die ganzen Optionen durch. Und am Ende klären wir, was lohnt sich am besten oder was lohnt sich am meisten für euch oder eure nächsten Disneyland Paris Trips. Und am Ende zeige ich euch auch noch, wie man eine Pauschale bucht. Das geht nämlich ganz einfach und machen wir am Ende. Ja, wie gesagt, ich habe mir 3 Daten ausgesucht. Um als Grundlage habe ich mir immer ein Wochenende ausgesucht, damit das natürlich immer vergleichbar ist. Plus immer 3 Tage in den Parks mit 2 Übernachtungen, weil die Pauschale ist ja so, wenn man eine Pauschale bucht über Disneyland Paris, bekommt man ja automatisch 3 Tagestickets, wenn man 2 Nächte bucht. Deswegen, damit das auch vergleichbar ist. Und alles für 2 Erwachsene. Also immer dieselben Konditionen. Ich schreibe euch die Daten dann immer unten rein, dass ihr auch immer den Überblick behaltet, wo wir gerade stehen. Ich muss mal gucken, weil die Tür sich so langsam... Ja, zumindest das zweite Video, was ich gerade bei meinem Freund filme. Deswegen der andere Hintergrund und ein bisschen Disney wenigstens. Mit den Disney-Ohren, die ich mitgenommen habe. Ja, schauen wir uns als erstes die Pauschale an. Und da habe ich mir natürlich, weil wir am günstigsten sein wollen, natürlich das Disneyland Hotel Santa Fe ausgesucht. Das ist das günstigste, was man buchen kann on-site. Und als Datum habe ich mir 1 im Oktober ausgesucht, 1 im Dezember und 1 im Januar. Im Oktober habe ich mir den 14. bis zum 16. Oktober rausgesucht. Und da kostet das Santa Fe für 2 Erwachsene und 3 Tagestickets, wir reden hier immer auch ohne Verpflegung, kostet es 962,52 €. Im Dezember habe ich mir ein Datum über Weihnachten ausgesucht, weil das Wochenende war. Und zwar vom 23. bis zum 25. Dezember. Und da kostet die Pauschale 1.053 €. Ich finde, tatsächlich ist es gar kein so großer Unterschied zu Oktober. Es sind nur 100 €, 50 € mehr als pro Person als im Oktober. Und finde ich jetzt keinen großen Aufpreis dafür, dass es halt auch an Weihnachten ist. Also Heiligabend im Disneyland. Und dann haben wir noch ein Datum im Januar, und zwar den 20. bis zum 22. Januar. Und da kostet die Pauschale nur 528 €. Also man sieht, dass im Januar die Preise stark zurückgehen. Das ist für Januar und Februar oft der Fall. Das ist die Low Season, da findet sonst nichts weiteres statt. Also kein Christmas, kein Halloween. Normale Parade und so findet da statt, aber viele Attraktionen sind auch geschlossen, weil sie renoviert werden. Viele Shows pausieren und. Deswegen ist der Januar und der Februar oft relativ günstig. Aber wenn ihr wirklich auf den Preis achtet, dann lohnt sich der Januar. Wie gesagt, 528 € für 2 Personen und 3 Tage. Also das ist echt ein guter Preis. Dann habe ich mir dasselbe nochmal angeguckt im B&B-Hotel, also dem Partnerhotel inklusive Tickets. Also im Prinzip auch als Pauschale. Nur, jetzt knallt gleich die Tür zu. Nur halt im B&B-Hotel. Und da haben sich die Preise tatsächlich ein bisschen überrascht. Und zwar der Oktoberpreis liegt bei 680 €. Das heißt, knapp, wenn man so rundet, 300 € weniger als im Santa Fe. Und das B&B-Hotel hat meistens noch Frühstück dabei. Das ist immer beim B&B-Hotel dabei. Und es ist ja auch ein Shuttle dabei. Also ihr könnt zwar nicht zum Park laufen, aber der Shuttle ist inklusive zu den Parks. Also 300 € für den Oktober, muss ich sagen, ist schon ein krasser Unterschied. Und ihr habt da natürlich die Tagestickets auch mit drin. Für Dezember kann ich euch keinen Preis nennen, denn die Pauschale war für Dezember ausgebucht. Und im Januar ist es tatsächlich teurer als die Pauschale im Santa Fe. Weil da ist es fast derselbe Preis wie im Oktober, und zwar bei 620 €. Also der Unterschied ist nur bei 60 € zum Oktober,
aber fast 100 Euro teurer als das Santa Fe im Januar. Also würde ich natürlich im Januar das Santa Fe buchen, im Oktober das B&B, wenn ihr jetzt bei diesem Preismodell bleiben wollt als Pauschale. Und ich würde tatsächlich sagen, die Pauschale lohnt sich, wenn man wirklich einmal im Jahr hinfahren möchte. Das lohnt sich, auf jeden Fall. Wenn man jetzt sagt, da kommen wir ja auch noch zu, ich überlege mir doch vielleicht zweimal im Jahr, dann lohnt sich eigentlich schon die Jahreskarte oder die Jahreskarten, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Dann kommen wir zum B&B Hotel, also im Prinzip dasselbe B&B Hotel, B&B Hotel ohne Tickets, die inkludiert sind. Und da habe ich nur nach den Kosten geguckt und da sind die Kosten, also nur für die Übernachtungen, die zwei Nächte, kostet das B&B Hotel im Oktober 246 Euro. Das Hotel im Dezember kostet 276, da gab es noch und der Preisunterschied ist auch nicht wirklich groß von Oktober zu Dezember. Und im Januar kostet dann wieder fast nur die Hälfte und zwar 124 Euro. Ja, ist aber trotzdem ein relativ teures Hotel, wenn man nur Hotel buchen möchte. Aber natürlich gut, wenn man auf den Shuttle angewiesen ist. Wenn man jetzt ein Auto hat, würde ich eh empfehlen, kein Partnerhotel, sondern nehmt euch ein Hotel in Torcy. Und da habe ich tatsächlich das Campanile mir ausgesucht, das Campanile Mandra Valley in Torcy. Und da seht ihr, die Preise variieren fast gar nicht über die ganzen Monate. Die sind eigentlich konstant bei 132 Euro, im Dezember 137, aber sagen wir mal 135 Euro im Durchschnitt. Kosten zwei Nächte für zwei Erwachsene im Campanile in Torcy. Und da seht ihr, es ist fast doppelt so günstig. Doppelt so günstig wie das B&B Hotel. Außer im Januar, da ist das B&B Hotel tatsächlich günstiger als das Campanile. Und da kommen wir, also das ist gerade sehr kompliziert, ich weiß, es nachzuvollziehen. Und deswegen sage ich immer, vergleicht. Bucht nicht das Erstbeste, wenn ihr ins Disneyland Paris wollt. Ihr müsst auch unbedingt vergleichen. Nutzt Check24, nutzt Booking.com. Schaut euch an, was Tagestickets kosten, was eine Pauschale kostet, ob es eine Jahreskarte, ob es sich das lohnt. Ne? Ihr müsst unbedingt vergleichen und nicht das Erstbeste buchen, weil ja, es ist natürlich, die Preise variieren von Monat zum Wochenende, zum Wochentag, ja, ganz unterschiedlich. Ich habe das jetzt mal ausgerechnet, die beiden Hotels, also das B&B und das Campanile mit Tagestickets für jeweils drei Tage und zwei Erwachsene. Und dann kommen wir auf Gesamtkosten für, habe ich das jetzt nur, Moment, ich muss jetzt mal überlegen. Ach genau, da unten habe ich die Gesamtkosten. Ja, also ich habe jetzt mal nur nach den Tagestickets geguckt, was die alleine für sich kosten für drei Tage, für die Wochenenden, für zwei Erwachsene. Und im Oktober sind wir dabei 540 Euro für zwei Erwachsene. Das ist schon eine Stange Geld. Für Dezember sind wir sogar bei 624 Euro. Und im Januar kosten die Tagestickets für zwei Erwachsene drei Tage 432 Euro. Also finde ich schon sehr, sehr viel Geld. Und wenn man sich nur jetzt mal anguckt, die Tagestickets ohne Hotel, ich habe gleich noch das Hotel zusammenberechnet mit den Campanile und B&B. Ja, machen wir das doch direkt. Dann sage ich euch mal die Kosten fürs B&B mit den datierten Tagestickets, die ihr separat kaufen müsst. Kommt ihr im Oktober auf 786 Euro. Wenn ich jetzt mal gucke, das B&B Hotel als Pauschale kostet nur 86. Also seid ihr auf jeden Fall günstiger dabei, wenn ihr die Pauschale im B&B bucht. Für Dezember gab es ja keinen B&B-Vergleichswert, weil es ja auch ausgebucht war, aber da würdet ihr auf 900 Euro kommen. Ist dann auf jeden Fall auch günstiger als die Pauschale im Santa Fe. Ne? Jetzt kommen wir wieder dazu. Die Pauschale im Santa Fe war 1053 Euro und im B&B mit datierten Tickets wären wir bei 900. Aber ihr seid dann on-site und dann könnt ihr die 150 vielleicht noch drauflegen. Müsst ihr euch entscheiden. Und dann das B&B mit Tickets für Januar kostet 556 Euro. Und da seid ihr natürlich auch günstiger dran als mit der Pauschale vom B&B. Weil die hat 620 gekostet. Also ihr seht, das ist tatsächlich verrückt, wie krass die Preise sich unterscheiden. Und da ist es tatsächlich, im Januar ist das günstigste Angebot das Santa Fe mit Pauschale.
Kommen wir jetzt nochmal zum Campanile mit Tickets. Das ist natürlich bis gerade jetzt die günstigsten Optionen. Wir sind jetzt bei Oktober bei 672 Euro mit datierten Tagestickets, aber die Pauschale zu Oktober im B&B-Hotel ist nicht viel unterschiedlich, da ist es 680 Euro. Also dann noch lieber das B&B-Hotel mit Shuttle und Frühstück für Oktober. Bei Dezember sind wir bei 761 Euro und das ist natürlich wesentlich günstiger als die Santa Fe-Pauschale und auch das B&B mit datierten Tickets. Also für Dezember ist das wahrscheinlich die bessere Option. Und bei Januar sind wir wieder teurer unterwegs als die Pauschale im Santa Fe. Und zwar sind wir da bei 564 Euro. Wir erinnern uns, die Pauschale im Santa Fe war 528 Euro. Ja, kompliziert. Viele Zahlen. Ich weiß, es tut mir sehr leid. Aber das waren die Preise. Also tatsächlich jetzt, wenn wir nur dabei bleiben, wir kommen jetzt gleich noch zu den Jahreskarten, würde ich für Oktober. Jetzt muss ich nochmal selbst gucken. Genau, für Oktober würde ich die Pauschale im B&B-Hotel buchen, als Pauschale für 86 Euro. Für Dezember würde ich tatsächlich, ja, wenn ihr auf Kosten achtet, das Campanile mit Tickets buchen. Da wärt ihr bei 761 Euro. Aber brauche ich jetzt auf jeden Fall ein Auto oder müsstet mit der Bahn zum Park fahren. Und für Januar ganz klar das Santa Fe als Pauschale. Da seid ihr am günstigsten dran. Ihr habt ein Disney-Hotel, ihr seid on-property. Ja, auf jeden Fall das Santa Fe für Januar. So, jetzt sagt ihr aber, ach, ich wollte nicht nur einmal fahren. Ich möchte schon noch mindestens zweimal, also mindestens noch einmal im Jahr fahren. Dann schaut euch unbedingt die Jahreskarten an. Ich packe euch den Link auch von Dein DLAP unten in die Infobox. Die haben eine super Seite, wo ihr die Kosten auch nochmal findet zu den Jahreskarten, was es alles inkludiert. Die Blockout-Tage, das ist ja auch ganz wichtig. Und ja, wir fangen mal an. Die Preise, die ich euch jetzt nenne, sind pro Person. Und die Discovery, das ist ja die günstigste, fängt bei 229 an. Das ist gerade der aktuelle Stand für August 2022. Es kann sein, dass die Preise sich ändern in den nächsten Monaten. Wenn dem so ist, müsst ihr euch dann nochmal neu auskalkulieren, ob es für euch Sinn macht, weil die werden wahrscheinlich teurer. Aber aktueller Stand August 2022 kostet die Discovery, das ist die günstigste, 229 Euro und hat keine Blockout-Tage im Oktober. Und was ich irgendwie ein bisschen seltsam finde, ist, dass der 22. Januar, also der Sonntag, was ich mir rausgesucht habe, ein Blockout-Tag ist. Das heißt, für die Discovery könntet ihr die Discovery könntet ihr für euren Oktobertrip nutzen, den ich mir gerade rausgesucht habe, weil er jetzt keine Blockout-Tage für Oktober hat. Warum auch immer. Ich finde es ein bisschen strange. Genau. Das heißt, 229 Euro. Ich rechne es jetzt mal durch 3 Tage, weil das sind ja nur erstmal nur die 3 Tage. Und da wärt ihr bei der Discovery pro Tag pro Person bei 77 Euro. Ein Tagesticket kostet 90 Euro. Das heißt, ihr seid mit der Discovery schon günstiger als mit den datierten Tagestickets für Oktober. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr guckt euch dann die Blockout-Tage an und sagt, boah, der Zeitraum im März passt noch super, da würden wir nochmal hinfahren, ne? Dann wird es ja noch günstiger. Deswegen ist auf jeden Fall für Oktober wird es sich auf jeden Fall schon mal lohnen, die Jahreskarte mit zum Beispiel dem Campanile zu buchen. Die Discovery hat aber natürlich keine weiteren Rabatte, glaube ich. Aber es seht ihr alles auf der Seite. Es redet jetzt nur von den Tagestickets. Die ganzen Rabatte, die da noch zukommen, zu den anderen Jahreskarten auch, zu Merchandise, Parken, Fotopass, Restaurants, die zähle ich jetzt gar nicht hier mit rein. So, dann die Magic Flags. Könntet ihr für euren Januar und auch für euren Oktobertrip nutzen, aber nicht für Dezember. Weihnachten ist da ausgeschlossen. Und die kostet 319 Euro pro Person. Und ja, da wäre tatsächlich im Januar die Magic Flex die günstigste Alternative, wenn ihr euch entscheidet, eine Jahreskarte zu holen. Denn ihr habt ja noch Parken inklusive und auch noch Rabatte. Ja, und dann kommen wir zu Magic Plus. Da seid ihr bei 369 Euro am Start pro Person für ein Jahr. Und hat aber auch die Dezember-Blockout-Tage. Das heißt, wenn ihr wirklich über Weihnachten fahren wollt und ihr wollt euch eine Jahreskarte holen, dann braucht ihr leider die Infinity für 499 Euro. Aber wenn ihr sagt, so Tage wie
Weihnachten, Halloween, Neujahr interessiert euch gar nicht, dann reicht auch die Magic Plus für 369 Euro pro Person. Ihr habt ganz viele Rabatte und es lohnt sich tatsächlich schon, wenn ihr viermal in die Parks geht. Ne, wenn ihr 369 Euro durch vier teilt, seid ihr bei unter 100 Euro. Und ja, dann habt ihr die Parktage, was die datierten Tagestickets geht, auch schon auf jeden Fall mal raus. Ja, die Infinity muss man dann nochmal gucken, was auch oft als Familie gut ist oder auch als Paar. Einer kauft sich die Infinity für die ganzen Rabatte und den Fotopass und das Parken und die andere Partei holt sich die Magic Plus. Da seid ihr auf jeden Fall auch günstiger dabei. Ja, das war jetzt ganz schön kompliziert, aber ich sag immer, vergleicht. Schaut euch unterschiedliche Optionen an, was für euch am besten in Frage kommt. Und ich würde tatsächlich sagen, also wenn ihr einmal fahrt, dann schaut euch auf jeden Fall die Pauschalangebote an, entweder im Disneyland Hotel oder auch in den Partnerhotels, weil die sind auch oft günstiger. Und wenn, und ihr könnt die extra, gut, ihr könnt ihr aber nur nutzen, wenn ihr im Santa Fe seid. Ne? Ihr könnt auch die extra Magic Hour nutzen, wenn ihr in den Disney-Hotels seid. Ansonsten, wenn ihr sagt, oh, mich reizt das schon nochmal, irgendwann nochmal zu fahren im Jahr, also, ne, kann ja immer sein. Und ihr sagt, oh, ich möchte auch unbedingt nochmal die Halloween-Season oder die Christmas-Season in diesem Jahr angucken, dann lohnt sich auf jeden Fall die Jahreskarte. Und dann könnt ihr außerhalb übernachten, wo es auf jeden Fall günstiger ist und, ja. Schaut euch die unterschiedlichen Modelle an der Jahreskarte, schaut euch die Blockout-Tage an und ja, schaut, was für euch am besten passt. Für uns natürlich immer die Infinity, wegen den ganzen Rabatten und auch die Infinity hat gar keine Blockout-Tage. Ja, jetzt habe ich ganz schön viele Zahlen in den Raum geschmissen und wahrscheinlich seid ihr total verwirrt. Ich weiß nicht, ob dieses Video euch überhaupt geholfen hat, aber ich habe versucht, es irgendwie zu strukturieren. Es fiel mir aber tatsächlich sehr schwer, die ganzen Sachen hier rauszusuchen. Also nicht schwer, sondern euch so das zu vermitteln, so was ich damit sagen möchte. Ja, das war so viel dazu. So, und jetzt buchen wir noch zusammen eine Pauschale. Ich würde sagen, wir buchen mal die für Januar. Vielleicht hat sich auch am Preis gerade schon bis dahin was geändert. Ja, dann buchen wir jetzt zusammen noch die Pauschale. So, ihr seht jetzt hier den Bildschirm und ich bin einfach auf disneylandparis.com gegangen. Und ja, dann buchen wir mal eine Pauschale. Dann gehen wir hier auf Tickets und Pauschalen. Wählen Pauschale aus und dann... Nein, ich möchte keine Frage stellen. Vielen Dank. Jetzt muss ich selbst mal gucken. Pauschale buchen. Ankunftsdatum. Wir haben gesagt, wir buchen die Pauschale für Januar. Dann gehen wir hier auf den 20. bis zum 22. Zwei Gäste, ein Zimmer und wir wollen das Santa Fe buchen. So, dann gucken wir mal, ob wir den gleichen Preis erhalten, wie ich euch den gesagt habe. Wahrscheinlich nicht. Ah, 281 ist ja... Ich glaube, ich weiß nicht. Hab mein Handy gerade nicht mehr hier. Auf jeden Fall seht ihr hier nochmal zwei Nächte, drei Tage, zwei Parks. Das heißt, ihr habt drei Tagestickets für beide Parks mit drin. Santa Fe ist 20 Minuten zu Fuß entfernt oder 8 Minuten mit dem kostenlosen Shuttle. Und ja, ihr könnt jetzt eine Anzahlung, oder ihr müsst jetzt eine Anzahlung machen von 86 Euro und dann den Rest könnt ihr entweder in bis zu 5 flexiblen Raten zahlen. Ohne Gebühr bis zum 10. Januar. Das finde ich eigentlich tatsächlich auch eine sehr gute Option, dass man nicht den vollen Batzen von 500 Euro knapp am 10. Januar bezahlen muss, sondern halt, dass man sich das so ein bisschen einteilen kann, wie man das möchte. Ja, man geht einfach dann auf in seinen Account und geht dann auf Bezahlen. Da kann man selbst den Betrag auswählen, den man bezahlen möchte. Ja, dann geht ihr auf Weiter und dann sucht ihr euch das Zimmer aus, wo ihr gerne übernachten möchtet. Möchtet ihr Flussseite, Zentrallage, ja, das ist noch VIP-Clubzimmer. Ich glaube, VIP-Clubzimmer gibt es im Santa Fe nicht. Wir nehmen jetzt mal das Flusszimmer, was auch immer. Ja, das ist ausgewählt und hier steht auch nochmal Frühstück nicht inbegriffen. Und jetzt können tatsächlich bis zu 4 Personen in dem Zimmer schlafen. Das heißt, das sage ich, das ist auch mal so ein Tipp von mir, wenn ihr bis zu 4 Personen in einem Disney-Hotel übernachtet, kann das auch sehr günstig werden.
Genau. So, dann könnt ihr natürlich jetzt hier noch Frühstück hinzufügen, Halbpension, Vollpension, was auch immer, aber das machen wir nicht. Wir gehen einfach weiter. Dann braucht ihr eine Anreise ins Disneyland Paris, Gepäckservice, Flughafentransfer. Brauchen wir in dem Fall alles nicht. Wir machen einfach weiter. Brauchen auch keine Reiserücktrittsversicherung, vielen Dank. Rundumschutz, nee, brauchen wir auch nicht. Die Zwischenseite habt ihr jetzt nicht gesehen, da musste ich einfach die Gästedaten eingeben. Also hier auf dieser Seite musste ich dann eingeben, ne, Name, Adresse von mir und dem zweiten Gast. Das habe ich dann getan. Und ja, dann geht ihr einfach weiter und dann habt ihr nochmal im Prinzip eine Übersicht. Und hier seht ihr 22. bis 23. Januar, 3 Tage. Ein Zimmer, zwei Nächte, zwei Erwachsene, nochmal das Hotel aufgesplittet, was es kostet. Hier könnt ihr noch Sonderwünsche angeben, wenn ihr ein Babybett braucht oder spät anreist oder ein Schaumkissen wollt. Das könnt ihr dann hier ankreuzen. Dann habt ihr hier nochmal hier die Zusammenfassung. Extra Magic Hours ist auf jeden Fall drin. Verpflegungsoptionen haben wir jetzt auch keine ausgesucht, auch keine Extras, keine Versicherung. Und das war's im Prinzip schon. Und unten nochmal die Namen zusammengefasst. Das scrolle ich jetzt nicht runter. Und dann geht ihr auf Bestätigung bezahlen. Das mache ich natürlich nicht, weil ich die Pauschale nicht buchen möchte für mich und Max Mustermann. ja, und das war's. So einfach bucht ihr eine Pauschale im Disneyland Paris. Und es ist eine Zen-Buchung. Das bedeutet, ihr könnt die Buchung bis zu 7 Tage vor ihrer Ankunft gebührenfrei ändern oder stornieren. Das finde ich auch eine richtig gute Sache. Ja, das heißt, wenn irgendwie was passieren sollte, ihr habt was anderes vor oder Corona oder was der Geier, was da kommen könnte, das könnt ihr dann ja, bis zu 7 Tage vorher kostenfrei stornieren oder umbuchen. Das war's. So bucht man eine Pauschale im Disneyland Paris. Ja, und ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, entweder bei den Preiskalkulationen, was für euch die beste Option ist. Oder auch beim Buchen der Pauschale. Und wenn es euch nicht weitergeholfen hat, dann tut es mir leid, wenn es euch verwirrt hat. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!